Servus Community, mein Name ist Tactical Viper und heute möchte ich euch gerne zwei Informationen zukommen lassen zu zwei verschiedenen Themen, die mir sehr wichtig sind. Und zwar erstens möchte ich euch gerne etwas über meine Partnerschaft erzählen, die momentan am Laufen ist und wovon auf jeden Fall ihr noch profitieren werdet. Und zweitens, heute startet offiziell um 18 Uhr das Battlefield 1 Fight On Event, wo ihr ingame quasi ein paar Aufgaben erfüllen müsst und habt dann so die Chance quasi auf fette Preise, die mein Partner sogar zur Verfügung stellt. Weitere Details folgen gleich. Und im Zuge dessen, weil quasi dieses Event von heute bis Samstag 23.59 Uhr geht, möchte ich gerne am Samstag ein Livestream-Event planen, was ein bisschen länger geht, wo wir gemeinsam eben diese Challenges absolvieren werden. Aber zu den Details zum Livestream kommen wir gleich. Jetzt aber möchte ich euch erstmal erzählen, mit wem ich momentan stark zusammenarbeite und warum ihr gerade davon profitieren könnt. Sicherlich haben es die meisten von euch schon mitbekommen im Livestream. Und zwar habe ich ja bei mir in meinem, sag ich mal, Design zwei Banner drinne, die immer wieder durchlaufen. Und zwar einmal von Nitrado, kennt man bestimmt, und zweitens von Oros. Und Oros ist quasi so die Gaming-Marke von Gigabyte. Und ich denke, Gigabyte kennt jeder von euch, der sich so ein bisschen mit Hardware beschäftigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Aufgrund von glücklichen Ereignissen in der Vergangenheit und durch eben viele Kontakte, die ich aufgebaut habe mit YouTube, habe ich eben jetzt quasi eine freundschaftliche Partnerschaft mit Oros und Gigabyte geschafft. Im April dieses Jahres gab es das erste Video zu sehen und zwar habe ich euch da den Gamer-Rucksack vorgestellt von Oros und das Video kam eigentlich recht positiv an. Ja, ich glaube, es gab keine negativen Kommentare dazu und auch keine, sage ich mal, Kommentare, die gesagt haben, Mensch, du bist voll, weiß nicht, geldgeil oder werbegeil, keine Ahnung, was man da so von anderen Leuten kennt. Auf jeden Fall kam es sehr gut bei euch an und es hat mich natürlich sehr gefreut. Und wer das Video nicht gesehen hat von euch, ich habe das hier oben rechts nochmal eingeblendet. Das heißt, im Endeffekt gibt es in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten immer mal wieder ein Video zu sehen, was quasi von Gigabyte und Oros gesponsert wurde, also eine Art Produktplatzierung auf meinem Kanal mit den zwei Herstellern. Und ich habe mir hierbei fest zwei Dinge vorgenommen, die ich gerne einhalten möchte für alle Videos, die dann folgen werden. Und zwar erstens, die Videos sollen in gesunder Weise kommen. Das heißt also, es soll jetzt nicht jede Woche zwei Videos davon geben, sondern vielleicht alle zwei, drei Monate mal ein Video, wenn es hochkommt, vielleicht sogar zwei, drei Videos, aber es soll nicht die Überhand gewinnen. Zweitens habe ich mir fest vorgenommen, dass die Videos so transparent bleiben, wie es nur eben geht. Sprich, ich werde das ordentlich kennzeichnen. Ich werde euch auf jeden Fall immer wieder davon erzählen, dass es eine Produktplatzierung ist. Und zweitens, ich möchte gerne immer in der Beschreibung quasi einen kleinen Text schreiben, was ich dafür bekommen habe, dass ich eben dieses Video erstellt habe. Das ist natürlich das alles, was ich in den Videos sagen werde, natürlich auch meine eigene Meinung ist. Das ist natürlich selbstverständlich. Ich glaube, da muss ich nicht näher drauf eingehen. Ich bin auf jeden Fall mal auf euer Feedback gespannt, weil das ist gerade doch echt ein spezielles Thema, was es quasi noch nie so auf meinem Kanal gegeben hat. Und ich muss allerdings auch von mir selber aus sagen, ich bin eigentlich recht froh darüber, dass es passiert ist und dass es auch so kommen wird, weil erstens kann ich euch so, sage ich mal, neue Möglichkeiten liefern, die ich so vorher nicht konnte. Und zweitens bin ich ganz ehrlich zu euch, ich nutze selber privat Gigabyte-Produkte in Mischmasch mit anderen Sachen, die ich jetzt zusammen gekauft habe und bin eigentlich recht davon überzeugt, dass die Produkte ganz okay sind. Also von daher habe ich auch kein schlechtes Bedenken, falls mal jemand eine Grafikkarte davon kauft oder sowas. Also da stehe ich auf jeden Fall voll und ganz dahinter. Und mal ehrlich, wer würde denn Nein sagen zu einem großen Hardwarehersteller, der sagen würde, Mensch, hast du nicht Bock auf eine Kooperation? Ich glaube, da würden wahrscheinlich die wenigsten verneinen. Jetzt wisst ihr also Bescheid, was quasi momentan so ein bisschen bei mir abläuft im Hintergrund. Und das Schöne ist, Oros und Gigabyte sponsern quasi auch mit deren Produkten auch das jetzige Battlefield Fight On Event, was von Donnerstag bis Samstag geht. Und ihr könnt, wie gesagt, dort ein paar Sachen gewinnen von Oros und Gigabyte, sofern ihr die Challenge in Battlefield 1 auch schaffen solltet. Also alles, was ihr dafür tun müsst, ist quasi unten in der Videobeschreibung auf den Link zu klicken. Da kommt ihr auf diese Seite Fight On Event und dort müsst ihr nur euren Spielernamen von Battlefield 1 eintragen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, mit Konsole und auch PC gemeinsam am Event teilzunehmen und eben eines von diesen ganzen Sachen da abzustauben. Ich habe ja eben gesagt, ihr profitiert ebenfalls von dieser Partnerschaft mit Gigabyte und Oros. Und ich sag mal, so einen ersten Geschmack davon bekommt ihr schon Samstag zu sehen. Denn wie gesagt, ich werde dieses Battlefield Fight On Event streamen, 3-4 Stunden lang. Wann es genau losgehen wird, kann ich noch nicht sagen. Ich vermute mal so 14, 15 Uhr so im Dreh. Guckt einfach mal in der Abo-Box nach. Da werde ich auf jeden Fall das Event vorher planen. Oder im Discord, da werde ich auf jeden Fall ein paar Informationen noch mal vorher rausrücken. Oder Twitter oder sowas, ihr wisst, wie es geht. Aber ich sag mal so ungefähr einen Zeitplan zwischen 14 und 15 Uhr maximal. Ja, das ist so der Plan. Und ja, profitieren tut ihr dabei, indem ich quasi von Gigabyte und Oros ein paar Sachen bekommen habe, die ihr zwar ebenfalls auch in diesem Event gewinnen könnt, aber die haben gesagt, Mensch, Viper, pass auf, wir schicken dir ein paar Sachen zu und die kannst du bei dir im Livestream raushauen, wenn du Bock drauf hast. Und ja, darauf habe ich Bock auf jeden Fall. Heißt also, ihr habt doppelte Chancen, bei diesem Event was abzustauben, sage ich mal. Und da gerade bei diesem Event bei mir zum Beispiel im Livestream nicht viele dabei sein werden, denke mal so vielleicht 20, 30 höchstens, habt ihr eben quasi auch große Chancen, da auch wirklich mal was abzustauben. Ja, das waren soweit die zwei Themen, die ich gerne ansprechen wollte und auf jeden Fall mit euch im Voraus teilen wollte. Ich denke, da kommen viele neue Sachen auf uns zu und ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu sein wird. Ich bin echt
positiv überrascht, dass das Ganze so weit gekommen ist und freue mich natürlich da, euch ein paar tolle Sachen in der nächsten Zeit zu präsentieren. Das erste kommt sogar schon am Freitag, wenn alles klappt. Neben dem Waffenguide vom Selbstlader 06 kommt da ein Video zu einem Gaming-Notebook von Gigabyte, was ich jetzt fast 3-4 Monate nutzen konnte intensiv. Das Ganze konnte ich aber nicht behalten, spreche aber allerdings nochmal im Video extra nochmal an. Und ja, da möchte ich ein bisschen was drüber erzählen, was mir gefallen hat, was mir nicht so gefallen hat und so weiter und so fort. Das Ganze gibt es dann wie gesagt am Freitag nach dem Waffenguide zum Selbstlader 06. Ja, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt auf jeden Fall mal euer Feedback in die Kommentare. Bin schon sehr gespannt, was da für Themen aufkommen werden. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen in aller Frische zum Selbstlader 06 und wenn alles klappt auch zum Gigabyte Gaming Notebook. Bis dahin, euer Viper.